Niemand hätte es Anfang des 21. Jahrhunderts für möglich gehalten, dass unsere Welt von Wesen beobachtet wird, deren Intelligenz der unseren weit überlegen ist. Dass die Menschen, während sie ihr Tagwerk verrichten, ebenso observiert und erforscht werden könnten, wie ein Wissenschaftler mit seinem Mikroskop die Geschöpfe erforscht, die in einem Wassertropfen umherschwirren und sich vermehren. In grenzenloser Selbstzufriedenheit wanderte die Menschheit auf dem Erdball umher und glaubte, die Herrschaft über diese Welt zu besitzen. Nicht ahnend, dass in den Abgründen des Weltalls Wesen von unermesslichem Intellekt, kalt und ohne Mitgefühl, unseren Planeten neidvoll betrachteten und langsam, aber sicher ihre Pläne gegen uns schmiedeten.